Momentan laufen verschiedene Pilotversuche zur kontrollierten Abgabe von Cannabis für Genusszwecke. Im thurgauerischen Bischofszell gibt es seit wenigen Jahren die einzige legale Cannabisplantage. Die Produktion ist momentan aber nur für Arzneimittel mit THC zugelassen. Aus diesem Grund muss diese Plantage auch gut geschützt und gesichert gegen aussen sein, so die CEO von der Medropharm. Große Sicherheitsmaßnahmen natürlich, weil es sich um Betäubungsmittel handelt. Und die Betäubungsmittel sind ja dauerhaft in der Liegenschaft, in unserem Anbau. Das heißt, die komplette Liegenschaft ist nach außen gesichert mit einer Alarmanlage, mit einer Aufschaltung natürlich. Also da kann niemand rein und raus und es gibt nur befugte Personen, die dort reingehen dürfen. Es war ein längerer Prozess, bis alle Bewilligungen haben eingeholt werden konnten. Claudia Zieres-Naut ist von der Wirkung für Arzneimittel aber sehr überzogen. Wichtig ist zu wissen, dass die Patienten unterschiedliche Sorten von THC-Blüten benötigen. Und zwar gibt es eine Gewöhnung, gerade wenn man jetzt zum Beispiel aus der Indikation Schmerz THC konsumiert, kann es sein, dass man nach einer gewissen Zeit auch nochmal wechselt. Wir haben bei uns im Anbau die Amnesia gesehen. Das ist unsere erste Sorte, die wir produziert haben. Wir haben noch 5 weitere Sorten im Programm. Die Firma verkauft Cannabis hauptsächlich an Schweizer Apotheken. Die haben momentan 2 Möglichkeiten. Entweder bekommt er solch eine 10-Gramm-Dose, die könnte er, nachdem er sie geprüft hat, direkt an den Patienten abgeben. Also es sind 10 Gramm getrocknete Blüten drin. Oder er nimmt die sogenannte Bulk-Variante, das ist dann so ein Beutel, 500 Gramm. Und damit kann der Apotheker auf Verordnung des Arztes dann entscheiden, wie er das Produkt dem Patienten zur Verfügung stellt. Die Veränderungen im Bereich Legalisierung und Regulierung von Cannabisprodukten werden in den kommenden Jahren weiter eine wichtige Rolle spielen.